mehr. Irgendwo muss doch das Ende sein. Warum können wir nicht aufhören, unsere Erde so laut anzuschreien? Sie liegt geknebelt und gefesselt da, und wir treten sie mit Füßen. Wenn wir diesen Weg noch weitergehen, müssen wir alle dafür büßen. Geh mal raus, mach die Augen auf. Alles aus Asphalt und Beton. Es riecht nach Dreck und nach Korruption. Wir haben die Schnauze so voll. Wir sind Leichen für Krieger, wenn es Sex statt echter Liebe. Mehr Gelegenheit macht Diebe. Doch haben wir uns am Ende selbst beklaut. Wir haben uns am Ende selbst beklaut. Wie soll ich diesen Wahnsinn meinem Kind erklären? Wir haben viel zu essen, warum es in Somalia Menschen sterben und dürfen Bundespräsidenten Märchen erzählen, während sich da draußen Menschen in der Kälte quälen. Und warum muss Herr Meier eigentlich nach Afghanistan? Sollte er nicht lieber mit Alina in den Urlaub fahren? Und wozu sind denn überhaupt Pistolen da? Rettet der Onkel damit die armen Kinder in Afrika? Die armen Kinder in Afrika. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Warum können wir nie zufrieden sein? Das ist der letzte Atemzug. Denk mal nach, du musst dich selbst befreien. Dankeschön.